Herzlich willkommen zu unserem heutigen Forex-Webinar. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ja, da starten wir mal mit rein mit dem Euro-Schweizer Franken. Das war ja weiterhin ein Markt, in dem wir ja zunächst investiert waren. Da sind wir einfach mal Gewinne mitgenommen, sind jetzt dann 0 auf 0 rausgestoppt worden. Gilt es aber weiterhin, sich eben genau anzuschauen, denn finde nach wie vor nicht, dass das so schlecht aussieht. Ja, es ist hier weiterhin absolut im Rahmen des Möglichen, dass wir eben hier aktuell diese Welle 2 eben ausbauen, sprich wir dann eben hier einen Neueinstieg tätigen würden. Ja. Müssen allerdings uns darauf einstellen, dass das Währungspaar hier erstmal noch den Bereich 1,0590 anlaufen wird, ehe diese Welle 2 zum Abschluss kommt. Darunter will ich das jetzt auch ehrlich gesagt nicht sehen. Ansonsten müssen wir eben dann auch die Wahrscheinlichkeiten für eine Fortsetzung des Abverkaufs dann eben auch deutlich, deutlich anheben. Aber das gilt es jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage zu beobachten und das kann wieder ein Kandidat werden, wo wir entsprechend dann erneut auf die Long-Seite aufspringen würden. Ja. Auf der Long-Seite unterwegs sind wir ja weiterhin im Euro norwegische Krone unterwegs, ja, und das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gezeigt. Ich gehe jetzt eben von diesem Szenario aus, von diesem Verlaufsszenario aus, dass wir die 1 ausgebaut haben, die 2 ausgebaut haben und jetzt eben in die 3 durchstarten könnten. Ja. Wichtig dazu ist im Endeffekt jetzt hier den Bereich 89, 99 zu überwinden und dann wäre hier der Weg frei, in dieser 3 richtig durchzustarten, also aus meiner Sicht weiterhin richtig da drin zu bleiben. Jetzt irgendwelche Stops nachzuziehen, dafür ist es noch zu früh. Ja, das kann man dann eben wirklich erst ernsthaft in Erwägung ziehen, wenn wir dann eben diesen Bereich von 89, 99 dann eben letztlich überwunden haben. Ja. Analog, sorry, jetzt habe ich mir hier auch einen völligen Quatsch erzählt. Ich meinte jetzt hier, ich habe gesagt Euro, norwegische Krone, es ist der US-Dollar, norwegische Krone, aber wir sind ja auch im Euro, norwegische Krone investiert. Dort im Endeffekt exakt das gleiche Bild. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier ein 1-2-Szenario hinterlegt haben und jetzt eben hier in die 3 übergehen könnten. Das bedeutet hier an der Stelle, wollen wir jetzt eben hier Kurse dann über 11 sehen, um das dann letztlich zu bestätigen, den Ausbruch. Und auch hier, wie gesagt, aktuell ist es auf jeden Fall noch zu früh, Stops nachzuziehen. Aber wenn wir hier über 11 ausbrechen sollten, dann werden wir das eben entsprechend dann in den nächsten Tagen so tun. Ne? Dann noch ein Blick auf den Euro-US-Dollar. Ja? Da wird es jetzt auch spannend. Ja? Der hat ja hier, wie gesagt, diese 4 ausgebaut und da wird es jetzt eben einfach darum gehen, zum einen ist diese Welle 4 schon durch, ja. Ich finde, die sollte es sein, weil ansonsten wird es komisch. Ja. Jetzt haben wir hier eine dramatische Gegenbewegung ausgebaut. Abhängig davon, wie das jetzt hier ausgeht, würden wir daran festmachen, ob wir dann nochmal long gehen, denn das könnte jetzt eben auch hier 1, 2 dann eben von der folgenden 5 gewesen sein, rein theoretisch. Das muss ich jetzt eben hier die nächsten Tage bestätigen und dürfen eben jetzt hier kein neues Tief mehr eben hier unter diesen 1,1170 ausbauen. Ansonsten wäre das wieder neutralisiert und dann glaube ich aber ehrlich gesagt auch nicht mehr daran, dass das eben die 4 ist, sondern da müssen wir uns tatsächlich darauf einstellen, dass das erneut hier irgendeine korrektive Bewegung gewesen ist, die dann eben hier vom Tief aus eben in einem A, B, C hier nach oben sich bewegt hat und wir jetzt eben wieder weiter den Abverkauf anstreben werden. Ja, also bleibt auch hier spannend, also hier könnte es, wenn sich das jetzt hier hält, dann in den nächsten Tagen auch zu einem Long-Einstieg kommen. Ja, damit sind wir am Ende des Webinars. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum Dienstag.